Ja, ich wollte auch noch ein paar kleine Worte sagen. So in den letzten, ja gerade in der letzten Woche habe ich Kontakt mit mehreren Menschen gehabt, die völlig verzweifelt waren. Ein Chat mit England, da sind zwei Mädels drüben, die in der Ausbildung sind und ja auch mitbekommen, was hier alles abgeht und auch nicht wissen, was sollen sie machen. Sie möchten am liebsten nach Hause, aber eigentlich sind es noch 3 Wochen bis dahin. Und ja, ich konnte da wenigstens noch ein bisschen Ruhe reinbringen, hoffe ich zumindest. Aber das waren mehrere Leute, die sich so an mich gewandt haben und einfach gefragt haben, was soll ich machen? Ich komme damit nicht mehr klar, ich komme da emotional nicht mit klar, weil ich habe in meinem Umfeld auch keinen, mit dem ich irgendwie reden kann. Und auch dafür sind die Montage da, dass ihr einfach auch Menschen habt, mit denen ihr einfach auch sprechen könnt, mit denen ihr reden könnt. Ihr könnt es ja öffentlich sagen, am Mikro, wie Sandra das gemacht hat, oder auch untereinander halt einfach austauschen, mal sich Tipps holen, einfach mal was von der Seele reden. Ich denke mal, das ist ganz, ganz wichtig und deswegen sprecht einfach so viele Leute an, wie ihr könnt. Und die nichts hören wollen, okay, dann lasst die ziehen, ist doch in Ordnung. Aber ihr werdet auch darunter Menschen finden, die sagen, oh, endlich mal einer, der auch zu dem Thema was weiß, der ein offenes Ohr hat und man kann damit sehr, sehr vielen Menschen auch weiterhelfen. Klar, die Wahrheit, was ist die Wahrheit? Die volle Wahrheit, glaube ich, kennt hier keiner von uns. Keiner von uns hat die Weisheit hier mit Löffeln gefressen, möchte ich so sagen. Aber es gibt ein paar Weisheiten. Ich möchte ein paar davon vortragen. Und zwar, kein Staat Europas würde sein eigenes Volk bombardieren, wenn die EU und die USA geschlossen dagegen intervenieren würde. Kein Panzer, kein Kampfhubschrauber, kein Kampfjet würde sich in Bewegung setzen, wenn sich die EU und die USA geschlossen dagegen stellen würde. Kein Bomber würde Streubomben oder Phosphorbomben oder andere Bomben auf sein eigenes Volk werfen, wenn die EU und die USA sich geschlossen dagegen aussprechen würde. Kiew würde sein militärisches Eingreifen in der Ostukraine sofort einstellen, wenn die EU und die USA geschlossen dagegen sich aussprechen würden. Bedeutet also, kein Mensch hätte in der Ukraine sterben müssen, wenn die Regierungen der westlichen Nationen ihren Einfluss geltend gemacht hätten. Steinmeier hat ja die Friedensdemonstranten, das kann man ja auch in YouTube und so weiter sehen, beschimpft. Ihr solltet euch überlegen, wer hier die Kriegstreiber sind. Okay, selbst wenn er nicht Kriegstreiber ist, zumindest ist er kein Kriegsverhinderer. Denn er hätte sich gegenüber der Ukraine aussprechen können. Was wäre denn gewesen, wenn er der Ukraine mitgeteilt hätte, stellt sofort die Kampfhandlungen gegen euer eigenes Volk ein, ansonsten verliert ihr jegliche Unterstützung und Rückenhalt aus Deutschland. Was wäre, wenn Brüssel der Ukraine mitteilen würde, stellt sofort die Kampfhandlungen gegen euer eigenes Volk ein oder ihr verliert die Unterstützung und Rückendeckung der ganzen oder von ganz Europa. Was wäre, wenn Obama der Ukraine mitteilen würde, stellt sofort die Kampfhandlungen gegen euer eigenes Volk ein oder ihr verliert die Unterstützung und den Rückenhalt aus Amerika? Und was wäre, wenn alle gemeinsam diese Forderungen an die Ukraine stellen würden? Deshalb fordern wir, dass die westlichen Nationen endlich ihren Einfluss auf die Ukraine geltend machen, gegen den Faschismus und für den Frieden. Ja, mein ganz persönlicher Wunsch ist, lasst euch nicht entmutigen, auch wenn ihr sowas hört, dass da das Auto von Lars Mehrholz in Leipzig gebrannt hat. Lasst euch nicht verunsichern, wenn die Menschen euch nicht zuhören wollen. Und vor allen Dingen, lasst euch nicht spalten. Wisst ihr eigentlich, wie andere Länder, gerade jetzt zum Beispiel aus der Ukraine, wie andere Menschen hierhin auf uns schauen, sich anschauen, was hier passiert mit den Mahnwachen und daraus auch viel, viel, viel Hoffnung für sich selber schöpfen?
Das ist auch eine Auswirkung, die wir damit produzieren. Wir geben Menschen sehr, sehr viel Hoffnung. Nicht nur hier in Deutschland, auch im Ausland. Und ganz viele Menschen schauen auf uns. Und ich glaube, wir sind uns das schuldig. Wir sind uns das schuldig. Wir sind den Menschen in der Ukraine und in der ganzen Welt schuldig. Und wir sind auch unseren Kindern schuldig. Und zwar schuldig, dass wir jeden Montag hier stehen. Für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Dankeschön. Nochmal zu den Sieben Linden und so, wer sich für sowas interessiert, alternative Lebenswerke. Das Sieben Linden selber hat mal ein Buch rausgebracht oder mehrere Ausgaben von Eurotopia. Und da sind ja nicht nur 2-3 Gemeinschaften von Europa dabei, sondern mehrere hundert, glaube ich, 200 Gemeinschaften in ganz Europa. Alle mit verschiedenen Ausrichtungen, sehr gut erklärt, und da kann man auch oft einfach mal vorbeischnuppern. Und ich kann auch nur sagen, dass Leben im Sieben Linden, in diesem Dorf, wo viele ja meinen, das ist dann rückständig, öko, da muss ich auf was verzichten. Ich habe nie eine höhere Lebensqualität dort als dort gehabt, als ich im Ökodorf Sieben Linden gelebt habe. Also ich habe jetzt nicht richtig dort gewohnt, ich war ein langwieriger Besucher. Und man denkt immer, man muss so viel verzichten. Ich habe da keinen Verzicht wahrgenommen. Ich habe einfach nur unglaubliche Lebensqualität durch die Menschen, durch die Nahrung, durch die Baumaterialien wahrgenommen. Und dabei viel, viel weniger Schaden angerichtet. Also es geht wirklich. Relativ. Also Mindestbetrag, wo man aber auch Hilfe kriegen kann und so, sind 12.000 Euro. Um dann Anteile überhaupt, um mit Genossenschaft. Ich wollte noch halten, aber. Das. Ja. Und noch eins hatte ich noch vergessen. Ich finde es eben für uns schwierig, weil wir sind eben nicht so cool. Ne? Also die alten Bewegungen, ne, haben immer gut gezogen, haben Leute wie die Antifas und so, da war Action, da war Gewalt und da war nicht viel Selbstverantwortung angesagt. Jetzt hier so eine Bewegung, wo es ganz viel darum geht, oh, jetzt mal kein Fleisch mehr essen, oh, jetzt mal selber gucken, wie lebe ich eigentlich, was mache ich eigentlich. Das ist natürlich nicht so spannend, nicht so Action, nicht so Juhu, Bewegung, wir hacken jetzt wem den Kopf ab oder so. Das fängt eben bei einem selber an. Ist eben uncool, unbequem, manchmal auch. Und ja, aber so ist es. Und nur so kommen wir auch wirklich weiter. Und das sollten die Menschen realisieren. Also gerade die Linke, es kann nur gehen, indem ich lerne zu lieben, anzunehmen, selber Dinge zu verändern. Also ich, ja, und irgendwie keine Cola mehr zu trinken und nicht mehr zu Mc's zu gehen und sowas. Ja, das finde ich, ja, das ist eben das, was ich erlebt habe. Die Antifa, ich habe sie dann gesehen, wie sie in ihrem anti-imperialistischen Café Coca-Cola verkaufen. So wird man im Imperialismus niemals los, Leute. Also da muss man dann wirklich selber auch mal ein paar Abstriche machen und gucken, was verursache ich eigentlich. Man kann sich nicht darauf ausruhen, oh, jetzt will ich die Linke und die verteilen alles um und ich kann weiter so scheiße sein, wie ich bin, so läuft's nicht. Glaube ich. Und deswegen langsam wachsen, Qualität haben, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und ja, auch mit Fehlern, an Fehlern wachsen sollten wir auf jeden Fall. Ja, danke. Danke. So, jetzt haben wir ja auch eine ganze Menge Sachen, die die Seele belasten gehört, die die Psyche belasten gehört. Und ich möchte euch zum Abschluss, ich denke, das ist so richtig, dass wir so langsam in den Abschluss gehen, etwas mit auf den Weg geben, damit ihr das Gefühl habt, vielleicht, ich kann doch eine ganze Menge machen. Und wer möchte, den würde ich bitten, einfach dazu mal die Augen zu schließen und das auf sich wirken zu lassen. Hier bin ich nun. Mit jedem Schritt voran berührt mich ein Schleier. Sanft, wie ein Hauch nur. Leicht ist mir, als würde ich schweben. Wieder ein Schleier, immer klarer der Blick. Welch ein Gefühl, ein Jubeln, ein Jauchzen. Endlich, endlich bin ich zurück. Hier ist der Ort, meine Bestimmung. So knie ich denn nieder, berühre den Boden, genieße mein Glück.
Hier bin ich, zu erneuern den Vertrag, beschlossen vor unendlicher Zeit, nun zur Vollendung bereit. Mit Tränen der Freude und mit Tränen des Glücks erhebe ich die Hand und empfange mein Licht, um es auf die Erde zu tragen, damit sie erleuchtet in dunklen Tagen, um Heilung, Hoffnung, Trost und Liebe für sich und alles, was auf ihr, mit ihr und von ihr lebt, für jetzt und immer zu haben. Dann würde ich sagen, tauscht euch einfach noch aus, wenn ihr noch Themen habt. Und ansonsten freue ich mich, euch zahlreich nächste Woche Montag wieder hier zu sehen. Habt euch wohl in der Zeit. Hier ist noch eine kleine Spendenbox. Wer möchte, kann hier gerne noch eine kleine Spende hinterlassen. Das ist, damit wir hier so ein paar Ausgaben, die Anlage, die wir gekauft haben und so weiter, ein paar Ausgaben bestreiten können. Alles klar. Ansonsten eine schöne Woche und kommt gut nach Hause. Bis nächsten Montag und nehmt noch ein paar Flyer mit. Ich frage, ob wir wirklich gewonnen haben. Ob es wirklich so ist.